So, und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zum Finale des Downsize League Adventsturniers zwischen Andrew Griffins Synergy und Bücktifee. Bücktifee hatte gestern ja schon mal gut zeigen können, was sie ja so drauf haben, und Andrew Griffins sind definitiv auch kein unbeschriebenes Blatt. Diese Orga sollte man eigentlich kennen, und Andrew Griffins ist in Rostock ansässig und Rostock ist nicht wirklich weit weg von mir. Aber egal, es soll erstmal hier Inferno auf die Pistol hier gehen. Und da ist es doch ein interessantes Setup, dass man 3-2 spielt. Beziehungsweise, das heißt, interessantes Setup ist eigentlich relativ normal, dass man zum Anfang 3B spielt. Ich meine jetzt die Aufstellung der CTs an sich, dass man da doch auf Speedway rein aimt und die Mitte-Kontrolle einfach mal den Ts an sich gibt. Man kann auf jeden Fall den Balkonspieler und den anderen Spieler definitiv da ganz gut überlaufen. Und Edox holt sich den ersten, er kann die Info verarbeiten und weitergeben, und er wird natürlich jetzt überrannt, aber Roachen setzt nochmal einen nach. Der B-Lurk ist auf jeden Fall ausgeschaltet, Bombe plant, kommt durch. Heckhoff, mal gucken, ob er seine Leistung von gestern hier wieder ausspielen kann, aufzeigen kann. 4 gegen 3, ein Kit ist dabei. Und doch, X-Ray ist an, es sah ihm so aus, als ob es gar nicht an ist. So, Snapster soll jetzt ein bisschen baiten. Pride an der Box und Heckhoff, Pride. Nee, Snapster hat den Kill gemacht und damit ist es nur noch nice. 1 gegen 3. Ein Kit liegt natürlich close vorm Spot Richtung lang. Das wird er aber nicht mehr schaffen. 1 gegen 3 ist hier auf jeden Fall in dem Moment nicht mehr möglich. Snapster muss auf jeden Fall sprinten, um hier rechtzeitig noch wegzukommen. Er kommt natürlich nicht mehr rechtzeitig weg. Verliert. Damit, ja, gut. Ja, sein Kevlar ist okay. Und hey, Wiz, was geht? Gehen nicht viel. Also bei mir privat auf jeden Fall genug. Nächstes Jahr, aber streamtechnisch, ja, ich sag mal Zeit und natürlich jetzt der Cast dann. Man konnte sich ja doch noch einigen, dass ich Halbfinale und Finale caste. Da ich ja nicht mehr kostenlos caste. Hey Swift, da ich ja nicht mehr kostenlos caste, hat man nun doch noch eine Einigung gefunden. Und ja, Bücktifee hat auf jeden Fall die erste Runde geholt. By the way. Wait, Jonas, kannst du mal durchgeben, dass bei euch im GoTV einfach mal die Seiten verswitcht sind oben. Bücktifee ist angeblich CT und die Andrew Griffins sind bei euch auf dem GoTV T, dass das einmal bitte geswitcht wird. Nee, ich mache jetzt wirklich keine Cast mehr kostenlos, weil die beiden Seasons, ja, da ist der ein Overlay, geht alles klar. Ja, bei mir. Ich habe ja ein Custom Overlay, im anderen Overlay, im originalen GoTV Overlay ist es falsch rum. Ja, der erwartete Support blieb aus in den beiden kostenlosen Seasons. Und was ich nehme, ja, eigentlich hätte ich so gedacht, ein 5er für ein BO1 und ein BO2, BO3, ein 10er, aber ich glaube, ich werde es halt generell beschränken. BO1, BO2, BO3 für ein 5er. Naja, es ist nicht so wirklich egal. Wenn es natürlich euch extrem Arbeit macht, das umzustellen, dann kannst du es so ein Line lassen, ist an sich dann nur so unwichtig. So, aber 1 gegen 1, dass die Runde hier doch noch so knapp wird, habe ich jetzt nicht gedacht. Und da ist es jetzt relativ close. Corny gegen Roach. Und Corny zieht rum mit der MP5 SD. Mit Skin sogar. Kann sich ab aufstocken auf Acker. Und ja, Bücktifee. Relativ knapp. Doch noch gewonnen die Runde. Das war wirklich teuer. Man stand nur eigentlich gegen USPs und die haben ganz gut reingeholzt. Trotzdem, eine zweite Runde ist auf jeden Fall wichtig. Aber wenn die Angro Griffins hier die Runde holen sollten, können sie den Ausgleich schaffen, weil Bücktifee ist low on money. Sie könnten, wenn sie es drauf anlegen, zwar
nachkaufen, aber ich denke mal, sie werden einmal sparen. Da ist dann die Möglichkeit für die Andrew Griffins hier die 2-2 klar zu machen, aber dazu müssen sie die Runde erstmal gewinnen. Auch erstmal CS-Pause bis nächstes Jahr. Nee, ich bin gerade im CS. Was heißt CS-Stress? Weil die Runde hier noch nicht ganz so weit ist. Ich bin selber ganz viel am Pracken, da ich ja selber wieder in meinem eigenen Team spiele. Also, ich habe ja Eagle Battalion, als bin ich ja der Gründer. Ich spiele halt selber wieder in Main-Line-Up und dann gab es nochmal einen genereller Wechsel. TEB Black. Das Line-Up ist in einem anderen. Das war anders hingegangen und dafür habe ich ein neues Black-Line-Up bekommen. Sodass wir nächste Season mit 2 Line-Ups dann an den Start gehen werden. Ich weiß gar nicht, einmal Div 4, glaube ich, und wir im Main-Line-Up müssen natürlich dann einmal neu durch den Start, ja? So, jetzt soll es auf jeden Fall erstmal rausgehen Richtung B. Und da stehen 2 Leute und Jonathan, glaube ich, holt den ersten, er holt sich den zweiten. Roach kann auch nochmal zuschlagen und Corny auch nochmal. Somit ist der A-Spot natürlich am Rotieren. Der B-Spot gefallen ist, alle 3 CTs schon close und Corny. Oh, das könnte jetzt ein wichtiges Duell werden. Die Nate wird wahrscheinlich nicht sitzen. Corny, Corny, das wird so ein wichtiges Duell hinter der Smoke. Memphis. Da kommen die Flashes und die sitzen gegen Obst 1. Und jetzt ist es nur noch Pride. Im Pool. Wird einmal abgesmoked. Da sieht der gute Pride. Er versprayt. Er holt sich den Spray. Und er holt sich den Striker. Alter. Er holt sich den Klatsch des Todes. Beim ersten bisschen gestruggelt. Spray irgendwie noch auf den Kopf bekommen. Und dann hat es gerade so ausgereicht, noch einmal den Headshot gegen den Diffuser zu setzen. Und die Runde war so dermaßen knapp. Da hätte ich ganz gerne mal die Millisekunden gesehen. Weil der Counter bei uns, der zeigt ja keine Millisekunden an. Zumindest noch nicht. Wenn es halt mal geändert werden würde. Aber das waren bestimmt Millisekunden, die da entschieden haben. Trotzdem wirklich fehl, gerade so nochmal. Durch den Klatsch von Pride, dritte Runde. Die dritte Runde einfach mal aufs Konto bekommen, aber das war schon, ja, sehr, sehr knapp da. Und somit ist Enro wieder in der Sparrunde. Snaps, der jetzt nach vorne gehen, auch nur mit der Deagle bewaffnet. Memphis mit dem Knife, dreht sich so weit in der Ecke, dass man ihn nicht sieht. Man sieht's. Aber Snapster checkt die Ecke. Holt sich den Kill. Wird natürlich auch ein bisschen erstmal überall gebankt. Oha! Schön genau da aufgepasst. Close gecheckt, aber trotzdem kriegt noch eine Jonathan. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer sehr interessant. Ui. Hallöchen. Edox. Ah, er kommt aber nicht an Yaka. Ich muss gleich mal gucken, wie der gute Mann da heißt hier, die Nummer 2. Tom kann nochmal Edox rausnehmen. Na, Roach. Eagle. Die Eagle sitzt. Den immer noch. Hier die Waffenüberzahl. Beziehungsweise starke Waffenüberzahl. Bei Bück dich Fee und damit ist auch Runde Nummer 4 am Start. Und Enro Griffins sind wieder am Kaufen und ich werde jetzt erstmal nachgucken, wie der gute Mann da heißt. Wenn man meine Maus finde. Hm. Meine Maus. Nun gut. Naja. Ich denke mal an Jonathan. Jonathan? Ist teilweise echt weird, wenn man die Namen so abkürzt. Hm. Den tut's ja eigentlich.
Keine Ahnung. Ja. Ansonsten wird es natürlich erstmal hier wieder ruhig aufgebaut. Man hat auch vorher schon gesehen, dass es sehr diszipliniert hier auf jeden Fall durchgeht. Dann kommt erstmal die City Smoke. Ich denke mal, da wird erstmal eine Reaktion provoziert bei den CTs auf dem B-Spot, damit man da ein bisschen Equipment rauszieht. Und da ist die Noir AWP. Oh, Krypton. Da holt er sich den Jonathan. Damit muss einer vom A-Spot rotieren. Na, Roach. Ja, ein bisschen. Gut, die Coffin Smoke kam überhaupt nicht, aber man hat es auf jeden Fall genutzt. Man hat zwei B-Spieler jetzt einfach mal gebunden und Edox auf der Ninja. Er kann sich den ersten holen, holt sich auch noch einen zweiten. Somit ist es auf jeden Fall wieder möglich, das 2 gegen 2 hier auszuspielen. Ohne Überzahl in den Retake, beziehungsweise Unterzahl in den Retake zu gehen. Wenn man das schon Retake nennt, muss man natürlich auch von der CT-Seite dann ausgehen. Da kommt die Flash für Oberlaube und die Saas und Memphis mit dem Refrag. Und jetzt ist es hier 1 gegen 1 am Start. Und da gehen wir natürlich im Splitscreen rein. Und da wird durchgezogen. Es ist natürlich ein 10-Sekunden-Fuse und es geht weiter. Und Snapster wird er hier rechtzeitig rumziehen. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Und er setzt den Headshot wieder so knapp, dass Enro hier nicht die Runde holt. Wieder um ein paar Millisekunden. Beziehungsweise, wenn man es grob schätzt, mit einer Sekunde hier wieder glücklich ausgegangen für Bück dich Fee. Eieiei. Enro ist immer so knapp dabei, die Runden zu gewinnen. 2 Runden haben sie jetzt schon fast geschafft. Aber nur fast. Somit hat Bückli viel eigentlich auf der T-Side schon mal einen guten Start hier. Wir fangen zu spielen. Enro natürlich jetzt erstmal wieder im Force, beziehungsweise, ja, so. Force ist es ja eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja eher eine Sparrunde. Upgrade, Pistol, Spar. Aber Enro ist auf jeden Fall frag-technisch da mit bei. 2, 3, 3, 4, 5. Gegen 8, 5, 6, 3 und 2. Und man merke, man gucke. Ein AT-Mentor. Das heißt, die Enros haben auch einen Coach am Start. Mal gucken, ob der Coach hier vielleicht noch den Ausschlag geben kann. Heckhoff. Ja, mit dem First Track gegen B. Aber es ist so ein kleiner B-Stack. Jonathan, sag ich ja. Jonathan, der gute Mann. Frage ist halt, bleiben wir jetzt bei Deutsch oder bei Englisch? Aussprache. Huch. Bleiben wir bei Englisch. Oh, Heckhoff. Nee, snaps der sogar mit dem nächsten Kill. Hey, schöner Headshot. Schön durchgeschossen da durch die Coffins. Und durch den einen Sarg. Right geht selber erstmal auf die Mauer rauf. Natürlich ein bisschen unerwartet, wenn du da schnell rumgehst. Aber der gute Edox sollte hier eigentlich kein Kill mehr machen. Er sollte auch gut tun, vor allem sein großes Kevlar durchzubringen. Schild da in der MT-Apps. An der Uhr. Bringt auch seine 5-7. Wie großes Kevlar durch. Nächste Runde kann natürlich wieder gekauft werden. 3-4 Max-Loser-Bonus ist natürlich jetzt schon etwas länger am Start. Somit kann man hier ganz gut voll kaufen. Da kommt auch wieder die AWP bei Memphis. Vielleicht geht man hier auch auf eine Doppel-AWP. Kann man auf Inferno natürlich spielen. Eine B, eine A. Aber es bleibt erstmal eine Single-Op. Typischer Aufbau. 3B, um den Rush-Block zu gewährleisten. 2A. Tiefer Peak von der AWP. Der AWP-Schuss sitzt. Der zweite ebenfalls. Und da sieht es doch mal ganz gut aus. Aber jetzt muss man aufpassen, dass man nicht noch verdattelt. Krypton.
Musst du erstmal die Bombe holen. Aber da ist natürlich eine Gap drin und die Enros. Die Enro Griffins. Gehen sie erstmal zurück. Die AWP. Bleibt den CT Jonathan rotiert mit der M4. 3 gegen 5. Wieder provoziert man erstmal eine Reaktion der CTs, damit da Equipment rausgeht. Roach ist im CT geboostet. Und Memphis mit seiner AWP im Dark hinten, also im Shadow. Natürlich eine gute Position. Zwei Mollys haben die Jungs von Bücklich 4 aber noch. Das heißt, man könnte immer noch Quad und Dark abmollen. Zwei Smokes ebenfalls da, um den Go zu spielen und eine zum Resmoken später. Naden kann man auch. Zwei Flashes, um auf den Spot drauf zu kommen. Und technisch gesehen haben sie die Überzahl, wenn sie Richtung B gehen. Frage ist nur, wie möchten sie da direkt drauf gehen? Und da wurde gut kommuniziert, da ist der Anschluss. Die Smoke liegt natürlich nicht. Roach nutzt die Chance, geht durch und holt sich nicht den Triple. Macht aber schon so viel Schaden, dass es nur noch für Memphis ein Spieler im Pool gibt. Und den holt er sich ebenfalls. Runde Nummer 1 für Andrew Griffin Synergy. Und da kommt auch sofort die Pause. Und das ist die Pause von Bück dich Fee. Man sieht aber auch, dass 6 Runden hintereinander gewonnen wurden. Aber das sieht man nicht im Geld. Die Runden wurden teilweise so dermaßen knapp gemacht. Allein die Pistole. 3 Runden mit einem Mann nur überlebt. Hier gerade so mal mit 3. Und dann wieder, ich sag mal, Money resettet mehr oder weniger. Aufgrund des, ja, ein Mann überlebend in die nächste Runde gekommen ist. Einzige, wo sie halt ein bisschen Geld sparen konnten, war die Runde hier, wo man mit 5 Leuten überlebt hat. Und das, ja, hat Bück dich viel eigentlich geholfen, dass man da wirklich mit 5 Leuten durchgekommen ist, dass man 2.500 circa sparen konnte. Man bekommt ja 3.500 und gibt dann je nachdem, wie viele Nades, welche Nades man nachkauft, um die circa $1000 aus, um das Equipment nachzukaufen. Das, ja, sieht man jetzt, dass es sich gelohnt hat, mit 5 Leuten durchzukommen. Man kann hier nochmal den Kauf nachsetzen. Erste Boss an Post kommt von den Andrew Griffins. Wir warten jetzt nur noch das Bück dich Fee da einmal die Unpause called. Okay, Pride. Das sah jetzt so aus, als ob er AFK wäre. So, heute auch wieder in der gewohnten Quali mit 5000 im Upload. Und ohne Lags. Mein Internet hat sich gefangen. Und der Twitch-Server, den ich gewählt habe, der steht einfach mal auf Helsinki, glaube ich. Ich glaube, einen finnischen Server habe ich gewählt. Natürlich, klar, jetzt sind die Festtage. Jeder will streamen, jeder will Kohle abgreifen. Und da sind die ganzen Twitch-Server, die ganzen EU-Server. Also Berlin, Frankfurt, Niederlande, so die ganzen nahen. Natürlich ist es mega ausgelastet. Da kommt die Flash. Gucken, ob Memphis da was Nutzen draus ziehen kann. Aber er hat nur gespottet, geht sofort zurück. Nate wird auf jeden Fall keinen Schaden anrichten. Und man erwartet halt wirklich, dass da ein CT noch weiter aggressiv gegen geht. Short Smoke. Ein flaches Short Smoke, nicht die Tiefe. Man nutzt jetzt erstmal den Raum, den man gekriegt hat. Und man geht jetzt Richtung lang. Könnte vielleicht ein B-Split werden. Da kommt auch die Flash, damit man lang pieken kann. Und die CTs gehen halt komplett zurück. Gehen noch nicht mal auf Info. Man mollet jetzt Library und Richtung Spot ab. Man schafft sich jetzt erstmal den Raum zum CT hin. Man geht jetzt langsam weiter. Oh, Krypton. Und das wichtige Duell wird jetzt
hier im CT entschieden. Und das holt sich Heckhoff wieder. Roach in einer etwas ungünstigen Position, da er vorne und hinten checken muss. Und das ist natürlich dann immer eine Timing-basierte Sache. Und hier kommt Bück dich Fee, ohne einen einzigen HP zu verlieren, einfach mal auf den Spot drauf. Super ausgespielt. Und auch die Info ganz gut verarbeitet, die man in den vorherigen Runden bekommen hat, in der taktischen Pause. Wahrscheinlich alles nochmal ganz genau besprochen. Und Andrew Griffins gehen jetzt safe hin. Sie brauchen die drei Waffen, um nächste Runde nochmal zu kaufen. Ja, Memphis, da ist diesmal kein 1-6 drauf. Und braucht die drei Waffen, um nächste Runde kaufen zu können und nochmal vielleicht eine neue CT-Runde zu holen. Aber auch die Jungs von Bücktifee sollten eigentlich nicht so krass handeln gehen. Sie haben keine Kohlen. Sie brauchen selber die 5 Überlebenden in der nächsten Runde. Jeder muss Nades nachkaufen, das heißt, man spart 2,5. Snapster. Holt sich noch eine Pistole. Sind 1,7 sogar drauf gegangen. Da kommt die nächste Pause. Und die Pause kam von Andrew Griffins diesmal. Der Coach möchte einschreiten. Mal gucken, was der Coach da so, ja, zu berichten hat. Ob die Pause die Jungs von Bück dich Fee aufhalten kann. Ich würde gerne mal wissen, welche Division die spielen in Bück dich Fee. Andrew Griffins dümpeln ja. Warte, er ist dümpel. Spielen ja auch irgendwie Division 4. Ich glaube 3. Auch mit dem Main Lineup. Richtig so im Kopf hab. Wirklich fähig. Ich denke mal, die werden auch im Vierraum her eiern. So. 9 Runden. Die 9. Runde soll jetzt ausgespielt werden. 8 Runden haben wir bis jetzt schon gesehen. Und dafür. Ja, und da gingen 7 Runden an Bück dich Fee. 2 sehr, sehr knappe. Hey, Nico. Jetzt geht's weiter. Mal schauen, was der Coach schon eingebracht hat. Man geht jetzt auf ein 3er-A-Setup. Ja, die Griffins sind auf jeden Fall sehr bekannt. Die Andrew Griffins kommen aus Rostock, Nico. Die sind, also der Hauptsitz ist. Ui, Pride, hallo, da nutzt das Timing. Heckhoff, Krypton und der B-Spot ist halt wieder gefallen. Er ist halt wieder komplett gefallen. Man smoked jetzt nochmal CT nach. Warum auch nicht? Man hat natürlich das Equipment, man möchte so viel wie möglich verzögern. Und damit geht auch Runde Nummer 9. Also overall Runde Nummer 9. An Bück dich Fee, die sich damit Runde Nummer 8, also ihre Runde Nummer 8, aufs Board holen. Und jetzt nochmal zu Andrew Griffins, wenn sich da nichts geändert hat, haben sie sich ja in Rostock gefunden. Rostock ist, ja, je nachdem, zwischen 100 und 120 Kilometer von mir entfernt. Warum schreibt der Roach Retry? Roach mit Fragezeichen. Krypto mit Fragezeichen. Alle verwirrt. Jetzt weiß keiner mehr, was los ist. Okay. Es ist natürlich einer ausgetimt von den Griffins. Aber er ist auch wieder da. Und man möchte jetzt das Tempo ordentlich anziehen. Einfach mal einen Nate-Stack. Richtung Sandbags Pride mit dem Kill gegen Jonathan. Mal gucken, ob Roach hier nochmal einen Kill setzen kann. Der zweite Kill sitzt ebenfalls mit seiner CZ 3 gegen 3. Wieder eine machbare Situation für die Andrew Griffins. Um hier vielleicht mal Runde Nummer 2 holen zu können. Möchte man es jetzt angehen oder lässt man es? Man hat ein Kit, man hat genügend Equipment und man hat 2 Waffen. Memphis mit der Diegel. Muss jetzt natürlich erstmal Banane klären. Heckhoff in der guten Position und setzt den ersten. Kann er den zweiten setzen? Der erste holt sich sogar
Der Snaps, der holt sich ihn sogar, den zweiten CT außen zu Born. Und damit ist es nur noch Memphis mit seiner Diegel. Und auch Runde Nummer 10 geht jetzt an. Bück dich, Fee. Und mit 9 Runden auf der T-Side ist es schon, ja, so langsam ein Zeichen, dass Bück dich, Fee hier doch am Drücker ist. Ja, also es sieht schlecht aus aktuell. Wenn Andrew Griffins jetzt die letzten zu spielen in 5 Runden holt, das ist ein 6-9 aus der Sicht der CTs wird, ist es natürlich noch eine Möglichkeit, hier ein gutes Comeback zu machen. Pistolrunde mit Anschlussrunde, dann ist man schon mal auf Runde 7 und dann sind es halt nur noch 2 Runden, die man holen muss. Und Krypton vermutet Memphis richtig am K. Ja, warum auch nicht? Da steht halt häufig eine, ist eine alte Posi. Und da kann man schon mal reinbängen. Daher eigentlich, ja, unnötiger Tod. Und weil seine Mates sich sowieso zurückgezogen haben vom Memphis. X wird nochmal halbzeit nachgecheckt. Und das war sogar die AWP. Vor allem, dass man mit der AWP nicht weggeht. Es wird sogar darauf aufgepasst, dass die AWP nochmal weggegangen wird. Und nochmal schön weit weggeschossen, damit man auch ja nicht rankommt. Schöne Umsicht von den Jungs hier. Gefällt mir, was die hier spielen. Aim stimmt, taktisch stimmt es halt auch. Was die hier uns zeigen. Man macht jetzt erstmal wie ein Fake. Bonnie geht durch, Jonathan zieht den Refrag. B-Spot alleine. Jetzt nur von Jonathan gedeckt. Einen Schluck aufzukriegen, ist auch nicht gerade wirklich passend. Aber mit 20 Sekunden gambelt man jetzt, dass es hier der A-Spot wird. Und Adox auch nur mit Frack und Refrack. Und die Nate holt sich den Nicer raus. Und Jonathan, ja, kann er dagegen noch was machen? Aber nein, Pride steht. Es wird sich einfach mal Runde Nummer 10 aufs Scoreboard geschrieben. Und das Team hört sich an wie ein Football-Team. Vor allem bück dich für Wunsch. Das Wunsch heißt es ja eigentlich. Komplett ausgeschrieben. Da es aber zu lang ist, dass es dann kacke aussehen würde. Ach so. Andrew Griffins, der Synergy. Ja? Trotzdem mal wirklich viel. Könnte halt auch irgendwie so sein. So, diesmal kommt man in einem B-Stack. Und Roach, da kommt der Deagle-Shot und die Zeit, die er sich rausgeholt hat, die er sich erkauft hat, mit seinem Leben, hat seinen Mates einfach mal das Rotieren ermöglicht. Es war nicht von vornherein B-Stack, nur die schnelle Rotation. Konnte jetzt hier die Kills schaffen. Es wäre sogar, wenn Edox hier noch einen Kill macht. Wieder denn? Er ist die 3. Ah, man möchte das Teammate und da ist das Teammate. Man holt sich die Runde, indem man den Teammate macht und das größte Potenzial, beziehungsweise Potenzial ist das falsche Wort. Achso, New York Giant, ja gut, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, den größten Anteil hat auf jeden Fall Roach, der da hinter der Säule getanzt ist. So ein richtiger Stangentänzer, ich glaube, der hat wahrscheinlich schon Pole Dance gelernt. Und Memphis wieder an der AWP. Die hat er natürlich jetzt gratis bekommen. Zweite Runde ist auf jeden Fall am Start. Immer noch machbar. Hier mit 5 Runden zu 10, aber wird natürlich immer schwerer. Hier Runden zu holen. Memphis bekommt doch nicht den Track. Man zieht sich Richtung Teppich zurück. Die Smoke soll sitzen. Die soll liegen. Lol, die liegt sogar. Okay. Das heißt so aus, als ob da rechts eine Gap drin ist. Ja, Pride. Er möchte rumziehen.
Nice, ja. Frage ist halt, wer wen als erstes. Und das ist Snapster gewesen mit der AWP in der Mitte. AWP-Duell auf jeden Fall gewonnen. Nice, er geht jetzt vor, holt sich das Duell. Oder forst das Duell, was es auch zum Ausgleich macht. Und ich möchte eigentlich ganz kurz mal gucken, was die Chickens hier machen. Okay, die dancen einfach ab. Bei denen ist schon Silvester. Die haben auf jeden Fall gut gesoffen. So, Roach. Gegen 1 aktuell auf dem Spot und snaps dann mit der AWP. 2 gegen 2 overall. In beiden Situationen wäre es immer ein 2 gegen 1 oder ein 1 gegen 1. 1 gegen 1 auf jeden Fall erstmal. Eine Banane. Und Edox möchte es halt unbedingt mit dem Jump machen. Und nice. Er setzt den Headshot. Und mal gucken, wie es hier wieder ausgeht. Man geht jetzt X wieder rein. Und nice, er nur angefaked. Und da kommt der gute Snaps da oben über die Coffins drüber. Lugt einmal über die Smokes und sieht den. Nice, dass er nicht defused. Man holt sich Runde Nummer 11. Es wird natürlich jetzt wieder schwerer. Man hat natürlich Geld nochmal am Start bei den CTs, aber danach ist auch schon wieder ja die Bank, der Sparschwein einfach mal geschlachtet. 11 zu 2. Man kann hier immer noch ein 13-2 machen oder ein 11-4, 12-3. Alles noch möglich. Ja, Memphis mit der Nova. Ersten Kill setzt er. Aber auch sofort der Refrag. Edox hätte einfach nur mal durchsprayen müssen. Ahnkreuz wäre auf jeden Fall drauf gewesen. Da kommt die Support Flash. Ich möchte jetzt doch erst nochmal das Tempo ein bisschen rausnehmen. Man hat natürlich Mitte, Top mit Kontrolle. Man mollied jetzt nochmal das Emper-Eck. Oben links. Wo kommt auch nochmal. Oh. Ja, nice, ja? Er geht jetzt natürlich in zweiten Pit rein. Roach mit der Diegel. Pride. Oh, Pride nochmal. Er wird aber aufgehalten und da geht's einfach mal irgendwie. Doch nochmal gut für die Andrew Griffins aus. Man nimmt eine zweite AWP mit. Memphis und Donovan möchten jetzt erstmal dieses Gerät benutzen. Memphis haben wir ja schon vorher gesehen. Und Donovan das erste Mal jetzt an der AWP dran, ne? Ich werde dafür bezahlt, ja. Für beide BO3s 15 Euro. 57. Haben wir da drauf geeinigt. Pro Match. Oh, Pride. Hat Memphis auf jeden Fall auf 46 getaggt. Und Pride holt sich den Kill sogar. Er wird jetzt gepusht. Und Sedox geholt. Und snaps er mit dem Deagle Spray. In 3 gegen 3. Snapster will jetzt irgendwie die AK haben, die er sich auch irgendwie ja bekommen, gezogen hat, gelootet hat, wie auch immer. Ja, Nico, ansonsten würde ich es nicht casten. Ich habe mir fest vorgenommen, nur noch gegen Bezahlung zu casten. So, Memphis. Jetzt im Pit mit der AWP. Ist auf jeden Fall eine starke Posi für eine AWP. Siehst du? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie hingeht. Ah, okay. Warte. Nee! 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 Ach du Sau, Alter. Jetzt hänge ich nur noch drinne fest. Ich fasse es nicht. Ich habe im Flug schon losgelassen. Toller Scheiß. Das heißt, wir müssen ganz kurz mal so switchen, bis ich endlich mal aus der Smoke da wieder rauskomme. Dass sie diesen Scheiß immer noch nicht gedingenst haben, immer noch nicht gefixt haben. Ist echt zum Kotzen. So. Ist ja letzte Runde, das heißt, die CTs müssen den Retake machen. Krypton könnte sogar auf die AWP wechseln, um weit tief in den CT-Spawn reinzuschauen. Er holt sich den ersten Kill mit der AWP. Es ist jetzt nur noch Memphis.
Weiß zumindest, wo einer steht. Der zweite ist ihm, sollte ihm eigentlich auch bekannt sein. Und man baitet und Heckhoff beendet. Dann die erste Halbzeit auf Inferno. Mit einem 12:3 werden wir in die zweite Halbzeit starten zwischen Bücklichfee und den Andrew Griffins. Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Hier wieder mal von den Jungs von Bücklichfee. Gestern schon gegen Shinsky White 11:4. Hier auf Inferno auf der Eastside gespielt. Und man sieht auf jeden Fall, dass sie Inferno können. Keiner ist abgefallen. Gut, Corny mit seinen 8 Kills. Ja. Einer muss ja letzter sein, wenn für ihn nicht wirklich die Kills dann da sind. Ist klar, dass man da nicht komplett top-fraggen tut. Ansonsten sehr close beieinander. 15, 13, 10, 11, 8. Und bei den Enros 13, 10, 7, 7, 5. Hier Zuschauer. Auf dem Dingens. Auf dem GoTV. Ja, mal gucken. Ich habe es gestern ja schon erwähnt. Bei solchen Halbzeiten ist es immer eine Frage der Sache, wie viel Halbzeit man bekommt. Und man spielt hier ein schönes Setup. Man spielt halt ein sehr, sehr schönes Setup, was ich selber sehr persönlich feier. Einer spottet mit dem Topspawn. Mitte und Second mit und zieht sich dann so auf den Spot zurück und der Rest geht halt auf den B, dass man halt ein 1-4er Setup spielt. Und so kann man auf jeden Fall ein bisschen besser die Glocks zumindest kontern. Man hat bei Jonathan und bei Edox Equipment ein Molly, eine Smoke und 4 Flashes. Da bin ich mal gespannt, wo der hingehen soll. Der Equipment Use. Der Molly ist schon mal raus. Man hat Sandbags jetzt gemollied. Heckhoff ebenfalls mit Equipment. Mal raus. War auch nur der Fake. Man steht immer noch mit 4 Leuten auf dem B. Memphis bei seiner Mates stehen oben Teppich bereit. Da kommt eine lange Flash, damit man Richtung Pit dann rausspringen kann. Snaps er. Wird aber gleich sein blaues Wunder erleben, wenn er da 2 Leute schon im Pit sieht. Und Memphis hat den Headshot da drücken können. 5-4. Man kann natürlich jetzt sagen, pass auf, wir safen das komplette Equipment. Nace mit dem Kill auf lang, mit dem zweiten nicht. Corny geht jetzt rum. Nace hat doch nochmal einen zweiten Kill gemacht. Corny daher im Refract trotzdem immer noch 2-4. Und man könnte jetzt sagen, pass auf, wir gehen safen. Wegen dem kleinen Kevlar. Und da könnte man vielleicht einen Force dann besser spielen. Man hat bei den beiden noch kein Kevlar-Punkt verloren. Das heißt, für $350 kann man hier immer noch einen Helm zu kaufen plus UMP aufgrund natürlich des neuen Money Updates. Kann man hier auf jeden Fall besser kaufen. Oh, Corny. Gut, für Corny wird es auf jeden Fall nicht mehr machbar sein. So, Pause beendet. Man hat natürlich jetzt gegen gekauft. Wird reingeforst. Viel Equipment. Hat man hier auf jeden Fall zugelegt. Das könnte, wenn die richtigen Nades zur richtigen Zeit fliegen, dazu gepaart mit bisschen guten Aim, auf jeden Fall möglich hier die Runde sogar zu gewinnen. Und bück die Fee. Aber die Enros hier auf jeden Fall schon mal einen kleinen Schritt in die richtige Richtung getan. Mit dem Pistol Win. Inwiefern? Welche Div oder Liga? Downsize League, Finale, Annual Griffin Synergy gegen Bücklichfee. Die Teamnamen stehen oben. Und welche Liga und was es ist, steht unter dem Stream. In dem Streamtitel. So, Fight. Mit dem Deagle. Shot auf jeden Fall erfolgreich. Und da holzt man seinen Mate mit um. Ein 3-3. Man kommt auf jeden Fall relativ schnell close. Aber Krypton
nicht in der Lage gewesen, hier den Kill überhaupt zu ziehen. Ich möchte jetzt nochmal gegengehen. Welche 99 Damage Liga Division die spielen, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ist nichts mit 99 oder sowas. Und Jonathan mit der MAC-10. Bisschen der Struggle. Hätte ich auch sein können. Manchmal geht die MAC-10 halt ebenfalls rein. Oder halt auch nicht. Okay. Edox hat gut sein Mate umgeholzt. Auf jeden Fall gut. Also sein Ding ist echt gut. Guck im Nack da. Aber gut umgehauen. Aber wirklich gut umgehauen. Eieiei. Na gut. Ah, schon. Lol. Wieso sind die MAC-10 dann denn nicht darüber geflogen? Ja, bisschen weird. Egal. Ja, auch den Force-Buy haben die Andrew Griffins gut überstanden. Mehr oder weniger zumindest. Drei Leute, glaube ich, haben. Ne, zwei Leute haben überlebt. Edox hat ja seinen Mate noch umgeschossen. Mit einem sagenhaften Headshot. Gutes Crosshair-Placement war auf jeden Fall da. Aber halt gegen seinen Mate. Nichtsdestotrotz, Runde Nummer 5. Ist okay. Runde Nummer 6 wird wahrscheinlich folgen. Aztec ist auf jeden Fall bei den CTs gecallt. Und somit wäre es an sich noch ein 6-Runden-Rückstand. Muss ich erst mal gucken, wenn der geworfen wird, wie der liegt. Auch nicht schlecht. Schöner Molly, aber das, ich glaube, da kann man halt stehen. Das ist halt so ein random Molly in Sachen Spreading. Man entscheidet halt sich wirklich für den komplett falschen Spot. Man geht direkt auf einen A-Spot, wo der Stack stattfindet. Corny im Zusammenspiel mit seinem Spieler aus dem Pit. Und da kommt das große Crossfire von den USPs. Aber es sind in dem Fall USPs, da Upgraded Pistols haben. Eine P250 CZ, 5.7 Deagle, wie auch immer. Hätten auf jeden Fall viel, viel mehr Schaden machen können. Und es war halt so close. Roach war auf Red HP und die anderen beiden waren ebenfalls auf 50, 60 HP. Da hätte ebenfalls ein Headshot ausgereicht. Aber Andrew Griffins konnten sich nochmal Runde Nummer 6 für sich entscheiden. Beziehungsweise overall Runde Nummer 18. Für sich selber dann natürlich Runde Nummer 6. Trotzdem 6 Runden im Rückstand. Auch hier ist das Geld nicht wirklich vorhanden bei den Ts. 1200, 800, 1,5, 3, 3, 1. Roach und Nicer sind die einzigen, die hier einigermaßen gut Geld haben. Und nachkaufen könnten bei einem Round Loss. Aber auch die Andrew Griffins sehr langsam und bedacht im Aufbau. Man contestet hier überhaupt nicht die Banane. Man lässt Banane komplett offen. Wo die Smoke hingeht. Das ist eine Long Smoke, ja. Ja gut, relativ. Relativ harter Fixpunkt. Also schwerer Fixpunkt. Da gibt es auch tausendmal einfacheren. Aber nur gut. Oh ja. Bin ganz okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das wird auf jeden Fall nochmal eine Arch Smoke. Beziehungsweise eine Long Smoke, die oben abprallt, müsste es eigentlich gewesen sein. Gucken wir uns mal an. Das soll nämlich rausgehen, genau. Und es werden die ein oder andere Smoke natürlich benutzt. Pit ist abgesmoked. Molly, Nicer mit dem ersten Korn. Im Refract von Malkor, Krypton von der Coursera-Box. Und da hat man die Ts jetzt schön in Crossfire. Pit schlägt zu. Und da wird aber trotzdem noch aufgeräumt. Roach, Heckhoff. Heckhoff ist einfach mal am Start. Und da ist er einfach mal. Ja, da sind die Ts einfach mal am Stocken gekommen. Und die Rotation war einfach perfekt. Vor allem das Crossfire von Spot und Pit waren am Start. Das hat es natürlich so schwer gemacht. Man sieht auch, dass Andrew Griffins 2-3 Runden in Folge geholt haben, aber die Kohlen sind halt nicht da. Müssen sparen, Roach
Und nice, wie gesagt, die einzigen, die jetzt ein bisschen mehr investieren konnten, war zwei Deagles, einmal großes und einmal kleines Kevlar. Die sollen hier jetzt den Spot aufmachen. Zusammen mit drei Flashes und eine Smoke. Smoke kommt Richtung Short. Die Flash wird in die Smoke reinkommen, dass man Richtung Long gehen geht. Krypton mit den Molly. Man nimmt viel Schaden, aber nur bei Memphis. Der Rest kam eigentlich relativ gut durch und Roach mit dem Headshot. Man bekommt jetzt eine M4, die könnte man eventuell an Roach weiter droppen. Es wird Richtung B-Gang, der B-Split. Ja, mehr oder weniger late doch ausgefügt. Heckhoff. Oh, der Snapster macht den Double. Heckhoff mit dem sauberen Headshot. Und jetzt ist es nur noch Edox. 1 gegen 4. Und da sitzt der Headshot der P250. Ja, im Jumpbein-Freund geht es leider nicht mehr rein. Aber auch da sitzt der Headshot nochmal. Er hat immer noch 40 Sekunden. Er weiß, wo einer ist. Er wird aber nicht mit Pride rechnen. Aber er entscheidet sich. Na, nun doch nicht. Richtung Ruhen zu gehen. Aber Pride setzt den Headshot. Ja, Edox mit seinen zwei P250 Headshots hat die Runde auf jeden Fall nochmal sehr, sehr teuer gemacht. Und mit der Zeit, mit der 40 Sekunden Roundtimer, den er noch hatte, wäre auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit gewesen, die Runde sogar noch zu klatschen. Aber Pride wieder mal Schlimmeres verhindert. Und somit Runde Nummer 14. Bebück dich für Enro Griffins wieder zurück an den Waffen. Es wird wieder sehr langsam aufgespielt. Banane wieder nicht wirklich eingenommen. Von beiden Teams. Jetzt erst der Molly. Man möchte jetzt mit der AWP wahrscheinlich ein Punkt nach dem anderen einnehmen. Eine late Banane-Kontrolle hier spielen. Ja, man smoked Banane nur tief ab, man guckt gar nicht rein. Das heißt, immer noch keine wirklich Banane-Kontrolle am Start. Weil einer hätte ja immer noch rechts der Ecke stehen können, also gegenüber von einem Baum. Kommt die Flash. Man zieht sich rechtzeitig zurück. Heckhoff alleine. Sein Mate kann ihn nicht supporten. Er baitet nur mit den AWP-Shots. Und da war ein kurzer Server-Lag. Nice, er konnte einfach mal einen 180er gerade so hinbekommen. Man hat gesehen, dass er einmal absetzen musste. Aber Snapster mit dem Double-Kill macht es natürlich hier wieder einfacher. Krypton mit dem Triple-Spray. Die Smoke hat nicht gelegen. Und dadurch konnte erstmal hier die Chance ergriffen werden, von ihm durchzugehen und nicht direkt den, ja, Smokeschleier vor dem Gesicht zu haben. Somit ist Bück dich für jetzt erstmal im Match. Im Matchpoint. Beziehungsweise im Mappoint. Im Matchpoint noch lange nicht. Eine Runde müssen sie erstmal auf Inferno noch spielen, gewinnen. Und danach geht's auf Cash, glaube ich, müsste es sein. Da bin ich mal gespannt, was da denn so ausgespielt wird. Ja, da ist man ein bisschen zu greedy. Und Roach hat auf jeden Fall vorher auch schon zeigen können, dass er gut mit der Deagle am Drücken ist. Eckhoff. Jetzt wird man Bananen tief eingenommen und die Smoke auch richtig genutzt. Man geht jetzt einfach raus. Pride im Pit mit 1, mit 2. Krypton hat auch noch mal einen gesetzt. Krypton wurde gerefragt von Pride und Pride macht sein 4K aus dem Pit. Und damit gewinnt Bück dich Fee 16 zu 6 gegen Enro Griffins Synergy auf Inferno. Und nein, wir gehen nicht auf Office. Wir gehen gleich auf Cash, aber wir selber gehen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause. Also, bis gleich.